Ganz herzlich willkommen, IFA 2015, auch in diesem Jahr wieder die Heise Show live aus der Halle 17. Mein Name ist Philipp Banse, live vom Heise Stand hier in der Halle 17. Ja, wir werden bis Mittwoch jeden Tag 16 Uhr live senden. Es gibt einen Hashtag, der nennt sich Heise Show, zusammengeschrieben und den Lattenzaun davor. Und da können Sie gerne Fragen, Anmerkungen, auch Ideen beispielsweise loswerden, wo wir uns mal hinbewegen sollten, speziell vielleicht auch ich, was wir uns mal angucken können, was Sie gerne mal in der Sendung sehen würden. Denn wir versuchen ja hier immer so eine halbe, dreiviertel Stunde, manchmal auch eine Stunde täglich zusammenzukehren, was an diesem Tag auf der IFA passiert ist. Und da haben wir immer Gäste mit dabei, meistens aus der Heise-Redaktion. Und das wäre heute Sven Hansen. Hallo Sven. Ganz herzlich willkommen. Wir reden gleich über Musikstreaming. Genau. Da hast du dir ein bisschen was angeguckt, schon im Vorfeld. Und wie immer hätte ich fast gesagt, aber zum ersten Mal, du warst noch nie auf der IFA. Ich war noch nie auf der IFA, zum ersten Mal in meinem Leben auf der IFA. Zum ersten Mal überhaupt auf dem Berliner Messegelände sogar. Aber in Berlin warst du schon mal. In Berlin war ich. Ich habe sogar schon mal hier irgendwo. Die Leute haben sich schon amüsiert auf Facebook, aber egal. Ja, ja. Jürgen Kuri, ganz herzlich willkommen, Chefredakteur von Heise Online. Wir reden am Ende, das muss man ja sagen, also eigentlich ist ja schon Halbzeit. Eigentlich ist schon Halbzeit. Ja, fängt heute an, aber eigentlich ist schon Halbzeit. Halbzeit, ne? Also bevor wir über das Musikstreaming reden und nachher noch ein bisschen über Windows 10 und ein paar Smartphones aus deutschen Entwicklungsabteilungen, reden wir ein bisschen über, was hat denn die IFA so bisher gebracht in den ersten Tagen. Man muss das vielleicht erklären. Heute geht's los. Zuschauer, Publikum ist da reingelassen worden, aber Journalisten sind schon seit ein paar Tagen eigentlich hier. Seit zwei Tagen. Ja, zwei Pressetage und im Prinzip. Ja. Genau. Ja, ein paar haben dann auch schon im Vorfeld außerhalb des Messegeländes Veranstaltungen gemacht, Zeugs gezeigt und so. Und überraschenderweise nicht jetzt vor allem Fernseher oder sowas oder Waschmaschinen, weil die IFA ja lange Zeit getroffen hat, wir machen jetzt auch vernetzte Haushaltsgeräte, sondern Smartphones, Tablets. So eine Art. Und was für ein Eindruck entsteht da? Ich habe das immer so ein bisschen mitverfolgt und mein Eindruck war so, ja, es gibt immer mehr Smartphones in immer mehr Geschmacksrichtungen. Die sind mal sehr teuer, 800 Euro, mal ein bisschen günstiger, sind kratzfest, staubfest, wasserfest, sind mal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Aber im Prinzip habe ich das Gefühl, entsteht da bei mir nicht mehr so der Drang, neu, wesentlich besser. Man muss in diesem Jahresrhythmus bleiben und sich da Telefone kaufen, damit man von dieser Entwicklung profitiert. Ja, überraschenderweise, es ist ja so, dass es jetzt so eine Art zweite Welle jetzt in diesem Jahr gab. Es gab den Mobile World Congress im Frühjahr, wo viele Sachen vorgestellt wurden. Und jetzt gibt es plötzlich auf der IFA auch so eine Art zweiten Mobile World Congress. Und in beiden Wellen aber in diesem Jahr, weil es eigentlich so, wo man dann da vorstellen, dass man, ja, und? Ja, viel so Design-Sachen einfach. Ja. Ne? Also zusammen so ein leicht gebogen, hier mal so ein bisschen oder eine Kante mal schöner poliert oder so, auch das Sony. Und dann wird ein riesen Hype drum gemacht, dass jetzt halt so ein Fingerabdrucksensor drauf ist, was jetzt inzwischen alle Hersteller in irgendeinem ihrer Smartphones einbauen. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass wo man sagt, oh, boah, das muss ich jetzt unbedingt haben. Dann hat Sony mit 4K jetzt aufgetrumpft und sagt, wir haben das erste 4K-Handy. Was nicht ganz stimmt, kann man später nochmal drüber reden. Ja, können wir ruhig mal erwähnen. Also ich meine. Ja, das kann 4K tatsächlich. Also die Kamera nimmt 4K auf und wenn ich es auf dem Fernseher streame, dann gibt es auch als 4K weiter. Aber das Handy selber stellt keine 4K dar. Also nicht auf dem Display. Das genau. Display ist. Das könnte 4K, also, aber die. Es könnte 4K, aber die Zulieferung erfolgt dann in Full HD. Denkt man sich jetzt, ja klar, ne, was so auf so einem Bildschirm, was will ich da mit 4K? Ne? Also da macht es wirklich noch nicht so das Ding aus. Aber wenn man es dann einsetzt, eben zum Beispiel für VR-Brillen, da kommt es auf jedes Pixel an. Und da ist es dann schon blöd, wenn das nicht so ist. Aber wir werden vielleicht im Verlauf der Sendung in den nächsten Tagen über das Ding nochmal genauer reden, vielleicht auch. Möglicherweise sagt Sony noch mal was dazu, was da los ist. Aber auch das ist so eine Sache, wo man sagt, ja, das ist jetzt aber nicht unbedingt die Revolution. Und es gibt halt Massen von Smartphones
Und jeder Hersteller hat eine relativ breite Palette vom Low-End bis zum High-End, die sich preislich auch nicht viel nehmen. Und die versuchen dann halt so mit eigener Software oder da noch eine Kleinigkeit oder sonst was sich zu differenzieren. Kleinigkeiten halt, ne? Dadurch, dass im Prinzip alle auf den Basisbetriebssystemen dann mit Android dann rumreiten, die meistens, bleibt ja auch gar nicht so viel Raum, sich da gegeneinander abzusetzen. Ne? Also man merkt es schon, das ist zum einen von den Herstellern, von dem, was im Moment an Features möglich ist, also da fällt so irgendwie die Innovation, die das wieder so ein bisschen antreiben würde, ist es gesättigt. Und auf der anderen Seite, im Prinzip jeder, der ein Smartphone haben will, hat inzwischen eins. Das ist dann auch, langsam schwierig. So, ne? Also ich habe mir das jetzt, sieht man es, aber jetzt ein knappes Jahr und ich sehe von denen, was es leistet. Was ist das? Das ist ein Nexus 6 von Google. Von dem, was es leistet her, sehe ich keinen Grund, das zu wechseln. Im Gegenteil, im Moment hat man ja Schwierigkeiten, ein 6 Zoll Display beim Smartphone zu gehen. Die gehen alle wieder auf 5,5 Zoll. Und ich finde die 6 Zoll ja ganz angenehm beim Smartphone, weil ich telefoniere mit dem Ding ja nicht. Okay. Na? Fühlst du bei den Sachen, die hier vorgestellt werden, so den Drang, dir was Neues zu kaufen? Ja, wobei tatsächlich eher durch Design. Also manche Sachen sehen schon geil aus einfach und das, die geben sich da schon Mühe, einen da halt zum Kauf zu verführen. Mich persönlich würde es aber, find ich die Preise dann da mit 800, 900, über 1000 Euro dann schon einfach so ein bisschen über dem, was ich zumindest bereit bin, für so ein Mobilding halt irgendwie auszugeben. Aber was ja, finde ich, schon auffällt, ist, dass offenbar die Technik und auch die ganze Industrie und die Infrastruktur jetzt so weit gereift ist, dass man Firmen, die bisher in dem Markt keine große Rolle gespielt haben, durchaus problemlos einsteigen können. Also Gigaset zum Beispiel, ne, deutsche Firma, beziehungsweise eine Firma mit Werk in Bocholt, glaube ich, ne, gehören zu einer Hongkonger Holding, aber produzieren halt. Ehemalige Siemens. Ja, oder Marshall, die im Prinzip mit Kopfhörern und so Sound, die dann halt. Genau, aber bleiben wir bei den Smartphones. Sound. Die Gigaset haben hier so Smartphones vorgestellt. Ja. Hast du die gesehen? Volker kommt gleich noch, der hat es erzählt, dann können wir ein bisschen was zu erzählen. Genau. Das ist aber schon sowas, wo du denkst, ja gut, das ist für einen anständigen Preis ein gutes Smartphone, ne? Mhm. Aber und das geht. Man kann so einsteigen in diesen Markt. Stichwort Sättigung. Also der Bitkom hat ja auch so Zahlen jetzt zur Eröffnung der IFA veröffentlicht, die ich zum Teil ganz interessant fand, wo drin steht Telekommunikation plus von 6% erwartet in 2015, Elektro-Großgeräte auch ein Plus von 3,7, aber Unterhaltungselektronik minus 3,8 Umsatz und Informationstechnologie, also PCs im Wesentlichen, minus 5,6. Das sind ja schon erhebliche Rückgänge. Woher kommt das? Ist das nur mit... Also zum einen ist es so, dass der PC-Markt extrem schwach ist. Ja. Das hängt damit zusammen, dass, also es ist, und zwar in beiden Bereichen, sowohl bei Unternehmensausrüstung wie beim Endverbraucher, dass die extrem schwach sind, dass die da alle zu leiden haben drunter, die Hersteller. Und auch da ist es so, dass die meisten PCs, die ich heute kaufe, selbst wenn jetzt hier Windows 10 neu kommt oder so, reichen die völlig aus. Warum soll ich einen neuen kaufen? Dann kaufe ich mir lieber ein anständiges Smartphone zum Beispiel oder ein Tablet. Aber selbst da ist es so, dass inzwischen der Markt relativ gesättigt ist. Den meisten Leuten reicht das, was sie im Moment gerade haben. Es gibt nicht unbedingt so den Antrieb, jetzt da neu zu investieren, wieder Geld auszugeben für ein neues Gerät. Es gibt nicht diese neuen Geräte, die so eine ganz neue Kategorie aufmachen, wie eben das Smartphone vor inzwischen 7 Jahren, 8 Jahren. 8 Jahren, ja. Auch die Smartwatches, das war irgendwie so ein Ding, wo die Leute, Hersteller gedacht haben, das gibt so den nächsten Trieb. Das ist für eine bestimmte Klientel, die finden das cool. Aber es ist nicht daran, den Massenmarkt zu erobern, dass jeder... Weit davon weg. Also es gab ja mal so eine Phase vor 2, 3 Jahren, wo du in die U-Bahn gestiegen bist und auf einmal hatten wirklich alle Smartphones. Und da hast du gewusst, okay, das ist es jetzt. Ja. So, das ist das Ding. Und bei den Smartphones, Sie haben es gesagt, ist ausgereift, es kommen neue Sachen rauf, aber es ist halt nicht mehr so dieser Drang, wirklich jedes Jahr ein neues Ding zu kaufen, weil die wirklich spürbar besser wurden. Wie ist denn das? Die CES in Las Vegas ist noch so eine Unterhaltungsmesse. Jetzt gibt's die IFA. Was kriegen denn Leute, die hierher gehen? Die kriegen ein ziemlich breites Spektrum gezeigt. Ne? Also ich bin heute über das gesamte Gelände rübergelaufen. Und was weiß ich,
läufst du am Waschmaschinenstand vorbei, um die Ecke ist Espressomaschinen, dann kommt irgendwie die Spielehalle, dann kommen ein paar PCs, dann läufst du in eine Halle, da sind dann Router wie hier. Stehen ein paar Autos auf dem Gelände, genau, connected Cars, so Heimautomation, ist schon sehr breit. Fernsehgarten, wo dann irgendwie so Boulevardunterhaltung gemacht wird. Aber das scheint ja, also ich finde das schon so ein ganz, eigentlich so ein ganz attraktives Konzept, weil jetzt, du hast Familie irgendwie, okay, wollen die auch mal kommen? Ja, klar, warum nicht? Es gibt immer was, wo sie sich auch mal ein bisschen umgucken das können. Das ist ein entscheidender Unterschied zur CeBIT. Die CeBIT ist inzwischen nichts, keine Familienveranstaltung mehr. Du nimmst zwar vielleicht unter Umständen deinen Sohn oder deine Tochter mit, die sich für IT interessieren und dann vielleicht auch mal die Jobbörse gucken oder sowas. Aber die IFA ist dagegen tatsächlich immer noch Familienunterhaltung. Und das liegt nicht daran, wie vielleicht vor 5 Jahren noch, dass die Fernsehsender hier groß auffahren und was weiß ich, dann irgendwelche Popsternchen da durch die Ränge hüpfen. Sondern es hängt damit zusammen, dass man tatsächlich irgendwie so für jeden was zu sehen kriegt. Mhm. Also an den Ständen, an der Technik. Wobei die Öffentlich-Rechtlichen natürlich traditionell immer sehr stark noch engagiert sind, ne? Mit eigenen Hallen, eigenen Ständen. Die zeigen halt auch einiges, auch von ihren neuen Technologien halt irgendwie. Ja. DAB, DVB-T, die Sachen, was da anstehen. Da ist schon einiges zu sehen. Also wir werden uns diese Woche mit all diesen Sachen intensiv befassen. Mit 4K-Fernsehern, mit neuen Fernsehern, mit OLED-Fernsehern, den Brillen, den VR-Brillen, die du erwähnt hast. Heimautomatisierung. Und so weiter. Jetzt ist erstmal Thema Musikstreaming zu Hause. Kam auch auf Twitter schon der Wunsch. Ich hatte vorher mal so ein bisschen gefragt, was interessiert euch? Und da war auch kam halt die Meldung, mich interessieren ja Neuigkeiten von Sonos sehr. Sonos, also erklär doch erstmal, worüber reden hier, wenn wir jetzt von Musikstreaming zu Hause reden. Mhm. Was ist das Segment, von dem wir da reden? Ja, im Prinzip geht es darum, dass viele Geräte in verschiedenen unterschiedlichen Räumen stehen, die Audiomaterial wiedergeben, Musik abspielen. Die sind aber miteinander vernetzt und kommunizieren untereinander, sodass ich halt entweder in vielen verschiedenen Räumen unterschiedliche Sachen spielen kann oder halt auch das Gleiche im Party-Modus quasi. Alles spielt auf einmal los. Das Ganze ist durchaus schon älter, ist eigentlich fast alt wie auch die, naja, nicht so alt wie die Netzwerktechnik, aber es fing schon ziemlich schnell an mit der Digitalisierung der Musik, dass man gesehen hat, Musik geht halt auch über Kabel, später halt auch über Funk und da gab es dann eigentlich auch schon die ersten Systeme. Sonos war auch einer von den ersten, die da am Markt waren. Damals hieß das eigentlich eher noch so, dass man Musik dann selber von CD erstmal gerippt hat, dann auf eine Festplatte gelegt hat. Heute ist es meistens so, dass die Streaming-Dienste noch im Hintergrund stehen, das heißt, die Musik ist meistens gar nicht mehr vom privaten Archiv, sondern viele Leute schreiben halt bei Spotify oder irgendeinem anderen Anbieter da ein Abo und können dann halt einfach auf diese Gesamtkataloge zugreifen. Fangen wir mit der Hardware an, also Sonos ist ein Betrieb und das Besondere, wenn ich das richtig verstehe, ist, du stellst dir in deine Zimmer Boxen, spielst eine Musikquelle ab und in allen Zimmern ertönt wirklich die gleiche Musik und auch ohne Delay, ohne Verzögerung, ohne Echo oder so Halleneffekt, sondern wirklich, es klingt wie aus einer Box. Wie aus einem Guss, wenn es gut gemacht ist halt, ne, das ist im Prinzip auch so die hohe Kunst irgendwie bei dieser Mehrraumverteilung von Musik, weil die Netzwerktechnik, die da drunter werkelt, eigentlich für sowas überhaupt nicht gemacht ist, eben für solche Echtzeitgeschichten nicht gemacht wurde. Da werden Pakete hin und her geschickt. Normalerweise ist es egal, wenn ein Paket nicht ankommt, dann wird es halt nochmal geschickt. Bei Musik funktioniert das nicht so, deshalb müssen die Hersteller da einiges im Hintergrund noch werkeln, um dieses gleichzeitige Abspielen in verschiedenen Räumen wirklich hinten zu bekommen. Es gibt kaum was Nervigeres, als wenn du Lautsprecher in zwei Räumen stehen hast und die haben auch nur eine Millisekunde Verzögerung zueinander. Das hörst du sofort und das treibt dich in den Wahnsinn. Hast du das? Ich hab's, und es funktioniert. Ja, und es funktioniert. Du hörst nichts. Du hörst keinen Unterschied. Ich habe im Arbeitszimmer, nebendran ist das Wohnzimmer, zwei Linien stehen und manchmal schalte ich die zusammen, manchmal nicht. Und du hörst, wenn du den Raum wechselst, es gibt keine Verzögerung, du hörst nichts. Aber du nutzt dein eigenes WLAN, was du irgendwie gemacht hast. Du kannst mit denen alles machen. Du kannst es über Ethernet machen, du kannst es über ihr eigenes Sonos-Net, nennen sie das, machen. Es ist eigentlich ein IEEE-WLAN, das sie noch mal ein bisschen optimiert haben. Und du kannst es auch über normales WLAN machen. Also wenn ich ein WLAN habe, kann ich mir diese von Sonos oder anderen Anbietern kaufen, reinstellen. Die nutzen das, machen so ein bisschen ihren eigenen Protokoll-Fu, aber verteilen die Audiodaten über mein existierendes WLAN. Und was brauche ich da für Hardware? Was muss ich da investieren?
Na, im Prinzip, was du immer brauchst, ist dann eigentlich, zumindest wenn du die Streaming-Dienste nehmen musst, natürlich ein Internetanbieter und ein Router würde jetzt auch nicht schaden. Ja. Damit fängst du halt erstmal an. Und als Hardware suchst du dir dann halt eben so einen Streaming-Client aus. Und da gibt es ganz verschiedene Formfaktoren. Also es gibt passive, die du im Prinzip an eine bestehende Stereoanlage anschließen kannst. Also du hast schon eine HiFi-Anlage da stehen, dann hast du einfach nur so eine kleine Box, die du dahinter schmeißt. Es gibt aktive, wo ein Verstärker drin ist, wo du deine alten Boxen dran schließen kannst. Es gibt Soundbars, Stereo-Paar-Systeme, also ganz viele verschiedene Formfaktoren. Eigentlich für jeden ist da durchaus was dabei. Gesteuert wird das Ganze heutzutage meistens mit der App. Früher war es so, dass die noch eigene Controller gebaut haben und mitverkauft haben. Dadurch, dass aber sowieso jeder ein Smartphone hat und die Hardware eben für solche Steuerungen sehr gut geeignet ist, gibt es eigentlich immer eine App dazu und mit der wähle ich dann die Musik aus. Und das Prinzip ist, ich kaufe mir erstmal eine Box, stelle die ins Wohnzimmer und wenn ich im Arbeitszimmer auch noch dieselbe Musik hören will, stelle ich mir auch noch eine ins Arbeitszimmer und die finden sich dann. Genau, ja. Das ist ein Knopfdruck, dann haben sie sich gefunden und können dann, also du kannst halt dann entweder auf beiden dasselbe spielen oder spielst auf jeweils was Eigenes oder so, das ist völlig egal. Hat denn Sonos hier was Neues gezeigt oder zeigen die was auf der IFA? Aber nur so hinter den Kulissen. Das heißt, da wird was kommen dieses Jahr, aber da können wir noch nichts zu sagen. Das heißt, es ist tatsächlich so, für das IFA-Publikum ist hier nichts Neues zu sehen. Die zeigen halt ihre komplette Range von Sonos-Speakern und mehr ist halt nicht. Nichtsdestotrotz ist, wer sich dafür interessiert, kann an ganz vielen anderen Ständen halt auch was sehen. Aber ganz kurz, was zeigen die? Was kommt denn da? Ja, das können wir natürlich nicht sagen. Deshalb sage ich, ja, wir können das nicht sagen. Eine Neuigkeit. Ah, du weißt schon was, aber du kannst nicht drüber reden. So ist das mit NDAs, ne? Ah, okay. Ja, und in welche Richtung geht das? Ist das eher so Birnen oder Äpfel? Du müsstest aber auch wissen, ne? Naja, hör mal, wir haben ja. Also da können wir wahrscheinlich echt wenig machen. Kommen wir nicht ins Geschäft. Okay, schade. Ja. So. Na gut, okay, aber dann nehme ich den Koffer da unten wieder mit. Haben trotzdem, das finde ich auch durchaus erwähnenswert, weil es hat sich gezeigt, dass Sonos da echt so ein bisschen auch den Markt geknackt hat, in dem Sinne, dass gerade in dem Bereich sehr viel verkauft wurde. Und das kann man dieses Jahr, das heißt diese vernetzten Lautsprecher. Also mein Eindruck war, das gibt es ja schon ewig, war immer fast unmöglich einzurichten und irgendwann kamen die und haben gesagt, okay, du stellst hier eine Box hin, da eine Box hin. Bei die gab es auch schon ewig. Die haben im Prinzip haben die so ein bisschen den Apple-Ansatz kopiert damals. Die haben halt gesagt, wir machen ein total geschlossenes System erstmal, aber wir garantieren euch, dass das funktioniert. Das war zu dem Punkt eine sehr gute Entscheidung, weil die WLAN-Technik einfach noch nicht so weit war. Und viele, die zum selben Zeitpunkt gestartet sind, da war Philips, Yamaha, waren einige dabei, die haben eigentlich für uns erstmal netterweise einen offenen Ansatz gewählt, finden wir toll als CT, aber haben dann einfach auch mit den ganzen Unwägbarkeiten dieser WLAN-Sachen zu tun gehabt, weil sie mit dem Router zu kämpfen hatten und weil der WLAN selber noch nicht so viel übertragen konnte, dass eine sichere Musikübertragung überhaupt möglich war. Also am Anfang, ich habe relativ früh als Musikfan angefangen, mit sowas so rum zu experimentieren. Und es war echt ein Kreuz. Ne? So Zeugs einzurichten, vernetzte Musiksysteme. Die Bedienung war sowas von grottenschlecht. Ja, und dann habe ich mir einen Sonos gekauft, das Ding halt aufgestellt einfach. Und das hat funktioniert. Das hat aber kommen wir mal zu den Sachen, die jetzt hier zu sehen sind. Also Jana hatte damals dieses Music, wie hieß das? Genau, Music Cast hieß Music das auch. Die waren auch das haben sie jetzt wieder ausgemottet, oder? Genau, sie haben den Namen haben sie wieder ausgemottet. Music Cast war damals genauso wie Sonos, so ein Set aus 3, 4 Music Cast Geräten. Wobei Yamaha hat jetzt echt irgendwie mal richtig irgendwie was hingeschmissen. Die haben halt gesagt, wir machen keine separate Range davon, sondern wir sagen, alles, was bei uns vernetzt ist, das kann das ab jetzt, Musiccast. Bin ich sehr gespannt drauf, weil die stehen hier auf der Messe und haben 23 Geräte aus der aktuellen Range. Da sind jetzt 4 neue dabei, die wirklich extra dafür gemacht wurden. Aber alle anderen Sachen, die gab es halt schon vorher, die sind halt alle auch schon netzwerkfähig, also bringen diese Grundfähigkeit schon mit. Und die sollen jetzt alle halt Multiroom-fähig sein und zeitgleich Musik in allen Räumen abspielen. Finde ich einen sehr spannenden Ansatz, einfach weil man da natürlich eine riesige Geräteauswahl einfach hat, weil daran scheitert es oftmals, dass ich eben keine Soundbar will oder nicht so einen Lautsprecher, sondern halt irgendwie einen anderen. Und da habe ich halt eine große Auswahl. Aber auch da proprietäres Protokoll, funktioniert nur mit Yamaha. Ja, wobei Yamaha macht on top dann auch alle offenen parallel. Also die machen dann auch noch UPnP, machen per AirPlay Bluetooth, alles mögliche. Also die machen im Prinzip schon, um dieses gleichzeitige Abspielen in ihrer Welt zu garantieren, machen sie schon wieder Zauberei im Hintergrund, aber geben dir trotzdem die Möglichkeit, irgendwie in allen möglichen anderen Wegen da reinzukommen. Und wie kriege ich jetzt meine Musik da rein? Also du hast gesagt, so dieses CD oder ich ritme eine CD und habe die auf der Festplatte. Das ist so ein bisschen raus, nicht mehr so attraktiv, sondern man hat Musikstreaming-Dienste.
Man hat sein Smartphone, auf dem entweder dieser Streamingdienst läuft oder ein YouTube-Video oder irgendwas anderes. Wie kriegt man diese Töne da rein? Also auch das ist bei dem Yamaha-System eigentlich ganz lustig gelöst, weil die einfach sagen, jede Quelle, die bei so einem Musicast-fähigen Gerät da ist, kann prinzipiell immer verteilt werden überall hin. Also auch wenn du so eine Piano-Kraftanlage mit so einem CD-Ding halt irgendwie da noch hast, dann schmeißt du halt deine CD rein und auch die geht in den Broadcast an alle anderen Geräte. Oder du hast eine Soundbar, die TV-Ton wiedergibt, dann geht halt auch das einfach rein. Alle. Das ist eigentlich eine ganz hübsche Sache. Das geht besonders nicht? Nicht so einfach, nein. Also du kannst analoge Quellen einspeisen, zumindest bei den älteren Geräten. Die weichen da eher eigentlich oder sind da eher von weggegangen, weil natürlich auch immer weniger analoge Quellen zu Hause sind. Ne? Das ist ja eigentlich eher so ein bisschen Retro, da jetzt einen MP3-Spieler anzuschließen. Also du kannst natürlich irgendwie vom NAS, also vom Server oder von halt gescherten, in deinem Heimnetz gescherten Ressourcen das machen, aber du kannst dann halt auch die Streaming-Dienste einbinden. Aber haben die zum Beispiel so einen Airplay-Client drin oder Chromecast? Nee, oder bei Sonos ist das tatsächlich eine Schwäche, kein Airplay, kein Bluetooth. Das ist auch was, wo sie ein bisschen mit zu kämpfen haben halt einfach, ne? weil viele Leute halt mit ihren Devices halt rangehen wollen und nicht erstmal eine Sonos-App runterladen wollen, um das ganze System zu steuern. Und da ist es natürlich einfacher dann für die Leute, wenn die halt irgendeine Musik auf dem Handy haben, halt per Bluetooth oder halt Airplay halt mit dem iPhone dann da drauf zu gehen. Das ist tatsächlich ein Schwachpunkt. Aber bei Yamaha wäre das der Fall mit Bluetooth? Bei Yamaha ist das so, ja. Die haben die auch Airplay? Also sind die auch Airplay? Die haben auch Airplay, ja. Es funktioniert ja immer teilbar. Also manchmal ist es ganz komisch, was dann funktioniert oder nicht. Ne? Weil in der Android-App kann ich oder auch bei iOS kann ich, wenn ich die App installiert habe, die Sonos-App, dann kann ich das, was auf dem iPad oder auf dem Android-Gerät gespeichert ist, über Sonos ablaufen lassen. Und ich kann über die Google Music-App dann wiederum die Sonos-Anlage steuern. Ne? Weil Google Music haben sie ein extra. Ja, genau, weil Google Music das relativ offen gemacht hat. Bei Spotify komischerweise funktioniert das nicht. Aber das ist eine verstehe ich ja schon beim Zuhören nicht. Also, ja, aber das ist das Problem. Also ich meine, das ist ein total geiles System, weil was auch toll ist, weil sie so lange auch schon am Markt sind und selbst die ganzen alten Dinger noch funktionieren. Ja. Ne? Wo man jetzt aus der PC-Warte sagt, ist ja irre. Ne? Weil normalerweise kennt man es ja, nach 2 Jahren ist das eh alles nur noch Schrott und da muss man was Neues kaufen. Also ganz toll. Hat für die natürlich schon den Nachteil, dass sie Sachen mitschleppen und eine Entwicklung mitschleppen und das immer wieder versuchen müssen, irgendwie hinzubekommen. Und auch die Entwicklung vom Nutzerverhalten ist einfach sehr, sehr schnell. Also es ist einfach sehr kurzlebig, ne? Wie die Leute an die Sachen rangehen. Und plötzlich sind sie alle mit der App da zugange. Bluetooth war auch so ein Beispiel. Das war über viele Jahre das dahingedümpelt. Hat keine Wurst interessiert. Und plötzlich dann vor 1-2 Jahren waren diese Bluetooth-Lautsprecher verkauft wie geschnitten Brot irgendwie. Jeder wollte sie haben. Weil halt viele mit dem Handy dann durch die Flatrates mehr Musik gehört haben. Und dann war es halt toll, einen besseren Sound zu haben. Und was gibt's an Diensten? Philips hat hier einen Streaming-Dienst vorgestellt. Diesen Easy, würde ich den mal aussprechen. Das sind auch Geräte. Das sind Geräte. Das Itzy sind auch Geräte. Ja, die haben im Prinzip auch so Streaming-Geräte und haben mit Itzy so eine Serie aufgelegt, die für den Einsteiger gedacht sind, würde ich mal sagen. Da kann man aber auch nur maximal 5 Geräte, also so andere, so, die, da sind die Limits bei Sonos, weiß ich jetzt gar nicht, falsches sagen, 50? Wie viel hast du zu Hause stehen, Jürgen? Aber es gibt ein Limit halt auf jeden Fall auch. Aber im Prinzip ist das schon alles so gestaffelt, dass man ganzes Haus damit ausstatten kann. Bei den Itzis ist es halt so, dass es halt wirklich nur 5 sind. Das ist eine kleine Lösung. Kleine Anlage. Aber zu den Diensten, das heißt die Services, so richtig was Neues gelauncht wurde da jetzt eigentlich nicht. Apple Music ist natürlich ein hochspannendes Thema, weil die halt ziemlich spät auf den Markt gekommen sind und mit einer 3-monatigen Gratis-Testphase an die Leute rangegangen sind. Und diese 3 Monate laufen jetzt aus halt. Und da gucken jetzt alle Ende September und sind gespannt, wenn dann mal irgendwelche Zahlen kommen, ob die Leute das haben wollen. Also ich habe diesen Monat, diesen Probemonat mir gekriegt. 3 Monate sogar. Gut, 3 Monate, aber ich habe es dann wieder gekündigt. Ich habe mich eine Viertelstunde damit beschäftigt, war willens, das irgendwie zu verstehen, aber dachte dann so, ne, also ich habe Spotify und das funktioniert für mich okay. Und ich habe diesen Dienst und diese App und dieses Zusammenspiel und das, wo ist da meine Musik und was ist Streaming und was habe ich auf dem Smartphone und was nicht und nicht verstanden. Ja. Keine Ahnung. Nee, ich kann es verstehen, dass du es nicht verstanden hast. Irgendwie. Wir hatten ja parallel dazu auch einen Test mit dem Launch von Apple Music und es ist wirklich das mit Abstand das Schlechteste, was ich irgendwie aus dem Hause jemals unter den Fingern hatte. Und auch wirklich überraschend schlecht, weil das an Stellen gehakt hat, die man überhaupt nicht erwartet hat. Also bis dahin, dass irgendwelche Umlaute nicht korrekt programmiert waren. Ja, dass dann plötzlich das DRM auf deine eigenen Dinger drauf war und also
Und das hat mich auch gewundert. Ne? Die hatten jetzt so viel Zeit. So, ne? Genau. Die hatten so viel Zeit, sich anzugucken, was machen die anderen? Ja. Was muss waren jetzt echt nicht die Ersten oder so. Ne? Das konnte man ihnen nicht vorwerfen. Und deshalb waren die Erwartungen waren da natürlich auch hoch und wurden echt an allen Stellen eigentlich enttäuscht. Also es ist echt ein ganz krudes Ding, was dabei rausgekommen ist. Und das hat man ja auch bei der Präsentation schon gesehen. Also die waren ja, ich habe den Eindruck, selber nicht in der Lage, ihr Ding wirklich zu verstehen, weil sie das so schlecht präsentiert haben. Aber das war dieser Keynote. Einerseits hat es mich gewundert, auf der anderen Seite hat es mich auch wieder nicht gewundert, weil iTunes halte ich für eins der schlechtesten Stücke Software, das je geschrieben wurde. Ja gut, aber wurde. Das ist ja so. Aber das ist doch, Apple Music ist eigentlich die konsequente Fortsetzung von iTunes. Also anders kann ich das nicht verstehen. Ich finde auch diesen Zwang auf dem PC, iTunes benutzen zu müssen, ist für mich ein No-Go. Das geht nicht. Ich kann Google Music, Spotify hat echt lange gebraucht, da haben sie inzwischen auch hingekriegt, dass du es im Browser benutzen kannst. Player, ja. Warum macht man das nicht im Browser auf dem PC? Ne? Wenn ich schon auf dem PC daran. Ja, sie denken sich wahrscheinlich, warum gute Sachen verändern oder so. Also gehe ich auch mit runter. Das ist bei iTunes auch ein Problem. Bei iTunes kann ich es mir immer noch, ist es halt auch wieder dieses historische Problem. Ne? Kann man vielleicht sagen, wie bei Sonos, unheimlich lange dabei, eine große Nutzerschaft, da ändert man dann vielleicht nicht so gerne was. Aber bei so einer App, die echt und ja, die waren, sind ja die letzten, die zum Markt getragen wurden quasi jetzt irgendwie, weil sie mit ihrem Streamingdienst nicht aus dem Puschen gekommen sind. Und da hat man, oder hätte ich zumindest doch gedacht, dass das dann steht. Oder sagen wir so, wenn es so ausgesehen hat, oder wo man es gesehen hat, es sieht so aus, wie es aussieht, hätte ich erwartet, dass irgendeiner sagt, nö. Ja. Haben sie bei HomeKit doch auch gemacht. Also HomeKit groß angekündigt, irgendwie war nichts und dann, na gut, dann ist halt erstmal nichts gekommen. Aber mit so einem Ding nach draußen zu gehen, fand ich, ja, mutig. Aber das sind so die Platzhirsche nach wie vor, ne? Also Spotify. Ja, wobei der ganze Markt ist im Moment natürlich auch noch so ein bisschen künstlich, weil da unheimlich viel Risikokapital drin ist. Das heißt, da ist eigentlich noch gar nicht mal so richtig klar, wer verdient. Im Moment ist es aber auch ein wachsender Kuchen. Und deshalb sind eigentlich auch alle, also selbst Spotify, alle sind froh, dass Apple gekommen ist, weil die natürlich auch ziehen, die bringen das Thema in die Köpfe. Es wird noch mehr. Das wird in 2 Jahren erst eigentlich spannend, wenn damit Geld verdient werden soll und wenn irgendwann die Leute wirklich... Also sich entscheiden. Dass es nicht einfach ist, sieht man ja an den Zahlen von Spotify. Ne? Die sagen, also die letzten Zahlen, die ich gehört habe, waren 75 Millionen User, was jetzt auch nicht so viel ist, das ist weltweit, und 20 Millionen davon zahlen. Das Verhältnis ist irgendwie so nicht so gut für die. Wenn du überlegst... Wobei sich alle Mühe geben, noch dazu, wo sich alle Mühe geben, diese Werbung so dermaßen zu vergraulen und diese Experience so krass schlecht zu machen, dass die Leute es trotzdem ertragen. Und dann ist es natürlich spannend. Also ich meine, Google Music ist jetzt in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so groß, ne, aber in den USA sind die relativ stark. Richtig aktuelle Zahlen habe ich dazu auch nicht. Ja, die sagen auch nicht richtig was dazu, nee, aber die bauen immer so ein bisschen weiter aus. Jetzt haben sie ihre kuratierten Playlisten vorgestellt und so. Das läuft immer so ein bisschen und das funktioniert einwandfrei. Und das ist immer so, denkst du, ja, wenn du es benutzt, ja. Und da steht halt Google hinter. Ne? Das heißt, wenn die langen Atem haben, dann sind die irgendwann diejenigen, die andere vom Platz jagen. So, du musst jetzt gleich los zum Interview, genau. Aber so als abschließendes Ding, wenn sich jemand für so Mehrraum Audio-Streaming interessiert, was sind so die Sachen, die er sich angucken sollte oder sie? Also auf jeden Fall ist die Messe einen Besuch wert. Halle 1, 2 sind die meisten von diesen Ausstellern halt geballt vertreten. Yamaha, Sonos, Raumfeld von Teufel, Denon, Onkyo, eigentlich ist alles da. Also man hat das schon ganz gut im Überblick. Und die haben auch alle so ihre eigenen Protokolle, die im Prinzip dasselbe machen? Ja, genau, diese Mehrraumverteilsysteme. Okay. Und eigentlich habe ich die da auch überall am Stand zum Anfassen und gesehen. Und hast du die auch mal getestet? Der letzte Test ist im Herbst gewesen. Da sind natürlich die es noch nicht gab, sind natürlich nicht dabei gewesen. Aber der war schon sehr ausführlich. Also wir haben bis jetzt auch immer Kompletttests gemacht, wo wir wirklich jede Komponente aus so einem System mit drin hatten. Da kann man wahrscheinlich einfach mal im Online-Kiosk gucken. Ja. Und aber du würdest sagen, diese Kategorie, dieses Produkt, das ist schon so erwachsen und aus den Kinderschuhen raus, dass es man sagen kann, ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Das kann man machen, das macht viel Spaß. Und auch klanglich machen die Dinger viel Spaß. Einfach, weil sich selbst auch in diesem Bereich Lautsprecherentwicklung, Verstärkertechnik hat sich sehr viel getan, sodass man echt teilweise auch bei so kleinen Geräten doch immer wieder baff erstaunt ist, was die da so rauszaubern können. Okay. Sven Hansen, ganz herzlichen Dank. Wir machen jetzt fliegenden Wechsel. Fliegenden Wechsel. Volker steht schon da. Okay, Sven, wir sehen uns. Volker, schneide dir das doch mal um. So. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön, in der Heise-Show. Hallo.
Du hattest das spannende Event, oder das spannendste Event des Tages heute auf deinem Zettel. Das hat Jürgen zumindest so angekündigt. Ja, das habe ich schon gelesen und dachte, Microsoft stellt Geräte für Windows 10 vor, dachte ich so. Ja, okay. Okay. Erzähl mal, was denn passiert? Ja, das war Microsoft. Also das war im Prinzip eine Windows 10 Werbeveranstaltung. Demo. Ja, Demo. Die haben hier einen großen Stand und die machen auch dann auf den Keynotes fleißig mit. Und das war jetzt für uns vom Nachrichtenwert her nicht so prall. Und ich weiß auch nicht, ob ich noch so eine Präsentation gesundheitlich überstehe. Aber im Prinzip haben sie nochmal vorgeführt, was ist Windows 10? Wo wollen sie mit Windows 10 hin? Versuchen die User da mitzunehmen, dass das so ein bisschen sozusagen der Schritt zurück nach vorne noch ein bisschen smoother verläuft als beim letzten Systemwechsel. Und geben sich, glaube ich, viel Mühe. Und überzeugt dich das so? Also würde dich das so als User überzeugen? Was nutzt du dann? Du nutzt dann Windows-Telefon. Ich bin ein großer Windows-Fan von Fanboy. Benutze aber kein Windows. Mhm. Also ich bin ein Gemischt-User. Ich habe als Arbeitsgerät auch einen Mac. Ja. Benutze eigentlich gar kein Windows. Aber ich bin so durch Windows Phone sehr nah da dran und freue mich auch auf das nächste Windows 10 Mobile. Also was wir jetzt ja leider auf der IFA hier noch nicht sehen. Gerüchteweise kommt das erst im Oktober. Aber wenn ich mir Windows 10 so angucke, haben sie da sehr viel mehr richtig gemacht als falsch. Und sie haben auch wirklich versucht, viele der Dinge, wo sie die Nutzer offensichtlich bei Windows 8 überfordert haben, wieder zurückzudrehen. Und ich glaube schon, dass das ein Betriebssystem ist, mit dem man regular arbeiten kann. Also was mich ja überzeugt, ist so diese Idee wirklich, dass sie dasselbe System auf allen Geräten deployen. Hast du das Gefühl, das funktioniert dann auch? Also mobil, Desktop und das ist so eine Experience, eine Erfahrung? Ja, also die haben es auch heute wieder gezeigt, wenn sie zum Beispiel dann vom Desktop in den Tablet-Modus wechseln, wenn sich zum Beispiel dann hier so ein Surface hast und dann klappst du die Tastatur ab, dann wechselt das in den Tablet-Modus und dann verändern auch die Apps ihre Größe, die Apps docken oben am Rand an und ich glaube, dass das schon relativ durchdacht ist. Und vor allen Dingen diese starke Einbindung von Windows Phone freut mich natürlich besonders, weil das hoffentlich auch dazu führen wird, dass die App-Community dann nochmal so ein bisschen in Schwung bekommt, wenn diese Universal-Apps dann wirklich mit sehr einfachen Mitteln auf alle Plattformen zu kompilieren sind, dann ist das auch gut fürs Phone. Was ist denn für dich dieses Argument, jetzt auf so ein Windows-Phone zu setzen? Also jetzt im Moment würde ich ganz klar sagen, warten, bis Windows 10 Mobile da ist. Ich finde Windows Phone toll, weil es einfach auch von der Benutzerführung und vom Design her, damals als es rausgekommen ist, ein ganz anderer Ansatz war. Also weg von dieser kleinen Oberfläche mit lauter kleinen Symbolen drauf, sondern dieses zurückgenommene, klare Linien und so. Das fand ich sehr schön. Und bei der Benutzerführung hatten sie sich da so ein paar Anleihen auch von anderen Systemen geholt, die ich mag. Also zum Beispiel Palm Pre damals oder MeeGo. So diese Idee, dass man seitwärts scrollt und so. Die Devices sind toll. Also Nokia, wenn sie eins konnten, dann war das immer noch tolle Devices. Gibt es denn hier Geräte, die tatsächlich irgendwie für Aufsehen sorgen könnten in diesem Windows-Bereich? Also Intel will ja seine neuen Chips vorstellen, hat das da irgendwie eine Bedeutung dafür? Was kam, war, also Lenovo hat so ganz geschickt so ihre Yoga-Tabs, diese mit dieser intelligenten Klappmechanik, integriert in sozusagen einen Surface 3 Nachbau. Also ein Tablet, das mit Windows 10 arbeitet, das du aber auch an Tastatur stupsen kannst, die aber auch wieder so einen Klappmechanismus hat und so. Das ist irgendwie was. Es ist auch wirklich nichts Revolutionäres, aber es war irgendwie so diese, sag mal, die Integration des Ganzen, ne? Die eigentlich immer so das große Problem ist, wenn du mit mobilen und stationären Geräten arbeitest, wo dann so, als die Google und Apple mit ihren Diensten kamen, mit ihren Ökosystemen, wo das langsam besser wurde. Viele denken noch mit Grauen daran, wie es früher war, wo du deine Daten synchronisieren musstest mit irgendwelchen proprietären Apps, die dann mit nichts anderem zusammengearbeitet haben. Dann hat es irgendwann funktioniert mit den Smartphones plötzlich, mit dem Ökosystem. Wenn du das jetzt noch mit auf die Hardware kriegst, ne, dass irgendwie so die Hardware wirklich sich auf dein
Umfeld gerade einstellen kann. Ne? Also entweder, dass du sie entsprechend zusammenstöpselst oder klappst und so, und dass das Betriebssystem das mitmacht. Das ist was ich schon für was Zukunftsweisendes halte. Das ist jetzt nichts Revolutionäres oder so. Das ist einfach irgendwas, was man schon lange haben will. Was irgendwie so sich immer angedeutet hat, dass es funktioniert. Es hat bei der Software jetzt endlich funktioniert. Ihr müsst sich nicht mehr um Synchronisation kümmern. Wenn du nicht vor lauter Paranoia keinen einzigen Cloud-Dienst benutzt, dann funktioniert es natürlich nicht. Und das dann auch mit der Hardware, dass es richtig funktioniert. Das ist so der nächste Schritt eigentlich. Wir haben vorhin schon dieses Gigaset-Smartphone angesprochen im Vorgespräch. Du hast das, glaube ich, in der Hand gehabt und ausprobiert. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Das ist ja schon überraschend, fand ich das, dass Gigaset so ein Smartphone vorstellt. Ja, also das war schon eine echte Überraschung. Also nicht das, dass sie eins machen, das hatten sie schon vorher gesagt. Aber wie es dann tatsächlich aussieht, das war schon eine gelungene Überraschung. Also wenn man da so erwartet hat, okay, das ist jetzt wieder so eine chinesische Stangenware, wo irgendein Hersteller sein Label drauf drückt, dann ist man da doch echt positiv überrascht worden. Also die Dinger sehen gut aus, machen auf den ersten Eindruck echt einen solide verarbeitenden Eindruck. Die Specs stimmen, das ist alles das, was so gerade jetzt State of the Art ist. Das ist also Full-HD-Displays, ein Qualcomm 810, ein Snapdragon. Da müssen wir mal gucken, wie das mit der Hitzeentwicklung ist. In manchen Devices hat der so ein bisschen Probleme gehabt, aber ich kann das Video mal ein bisschen zeigen, dann kann der Johannes das vielleicht einblenden, dann kann man ein bisschen was dazu, ich mach mal den Ton aus, aber das sind die Geräte, ne? Ja, das sind gleich drei, also das linke ist das sozusagen das Einstiegsgerät, das kostet 350 Euro, das ist so von den Specs ein bisschen einfacher gehalten, das hat hinten einen Alu-Rahmen und eine Alu-Gehäuse. Die anderen beiden haben einen Edelstahlrahmen, das wirklich sehr edel aussieht. Aber auch ein bisschen schwer ist, ne? Ist ein bisschen schwerer. Vor allen Dingen das große mit 5,5 Zoll Display liegt so ein bisschen schwerer in der Hand. Das kostet, wiegt, glaube ich, fast 190 Gramm. Die Preispunkte sind, glaube ich, 4,69 das Gigaset Mi. Und das Gigaset Mi Pro, das große, kostet 550. Und das ist für die Technik, die da drin steckt, ist das ein echt solides Angebot. Konkurrenzfähig so, ne? Und läuft mit? Läuft mit Android 5.1. Und da muss man jetzt mal gucken, wenn wir die Testgeräte kriegen, wie weit die da in der im Android rumgefuckelt haben mit ihrer Oberfläche. Sie haben versprochen, dass sie es relativ dezent machen und an der grundlegenden Logik eigentlich nichts ändern wollten. Aber so auf den ersten Eindruck sah das alles schon ziemlich gut aus. Hinten sieht man, haben die so einen Touch-Sensor. Das muss man in der Oberklasse jetzt ja auch haben. Und das hat auch eigentlich alles ziemlich gut funktioniert schon. Relativ hochauflösende Kameras. Also wie ist das denn mit der Updaterei? Haben die sich da irgendwie was einfallen lassen? Da haben die noch nichts zu gesagt. Also da habe ich auch von denen noch nichts gehört. Das war im Vorfeld auch immer so ein bisschen schwierig. Die Specs, die da kommuniziert haben, haben sich irgendwie stündlich geändert. Und ich glaube, inzwischen sind wir auch mit der Tabelle, die wir online haben, auf dem aktuellen Stand. Aber das ist so ein bisschen Work in Progress auf so einer Messe. Wie das mit den Updates wird, das ist eine der interessanten Fragen. Natürlich immer für so einen Newcomer. Wie kriegen die das hin? Die arbeiten zusammen mit einem chinesischen Auftragsfertiger, der zur selben Gruppe gehört. Also, wie Gigaset, so eine Hongkonger Holding. Genau. Und das ist also nicht ganz so, dass sie in diesen Garküchen in Shenzhen irgendwie sowas aus Standardteilen zusammengebaut haben und dann drücken sie da ihren Stempel drauf. Das hat man ja in letzter Zeit so ein paar Devices auf dem Markt gesehen, so gerade im mittleren Segment. Sondern was haben die wirklich sozusagen zusammen mit diesen Experten entwickelt und designt haben sie es in Deutschland und die haben auch Kapazitäten, das schnell hochzufahren, wenn das irgendwie die Nachfrage explodieren sollte, was man mal abwarten muss, aber ich weiß nicht genau, wie viel Smartphone-Erfahrung dieser Fertiger jetzt hat, aber das kann man natürlich annehmen, dass da auch ein bisschen Know-how ist, was so Software anpasst. Ja, das war vorhin so ein Gedanke, auch im Vorgespräch, dass wir so überlegt haben, möglicherweise ist dieser Smartphone-Markt, diese Industrie jetzt wirklich so weit entwickelt und ausgereift und es gibt so viele Player, dass eben eigentlich so Newcomer wie Gigaset sagen können, ach komm, wir machen mal ein Smartphone und du hast genug Auswahl und genug Qualität und genug Know-how, um da ein konkurrenzfähiges Produkt zu einem konkurrenzfähigen Preis auf den Markt zu bringen. Ja, wenn das so wäre, würden wir da, glaube ich, mehr von sehen. Also bisher habe ich da die Erfahrung gemacht, dass alles, was so gerade so im Mittelsegment auf den Markt kommt, dann echt Schwierigkeiten hat, sich irgendwie von der Konkurrenz auch abzusetzen, also von den großen Marken. Ja, das ist ja eine Seite. Die eine Seite ist,
es ist relativ einfach einzusteigen, aber du hast dann zwar ein Gerät, aber wenn du dann nicht irgendwie was sagen kannst oder so, warum soll man das kaufen, gehst du unter in dem ganzen Umfeld. Weil es natürlich von daher zum einen überraschend, dass sie das ein bisschen anders gemacht haben, eben nicht nur so aufgeklebt haben, was natürlich allein schon mal so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und auf der anderen Seite ist Gigaset natürlich jetzt niemand, nicht ein reiner Newcomer. Also da ist vielen ja bekannt als Hersteller von Decktelefonen. Ja gut, aber deckt und dann ein ausgewachsenes Smartphone zu machen, ist ja da schon nochmal was anderes. Ja, wobei, wenn du gute Erfahrungen mit Gigaset Decks gemacht hast, und die sind ja eigentlich, also zumindest, wenn ich mich recht entsinne, mag früher bei den Decktelefonen, da gibt es nicht mehr so viele, aber dann warum nicht ein Smartphone? Wie verkauft man die denn heute eigentlich? Ist das immer noch so, dass du irgendwie sehen musst, dass du bei den Providern so reinkommst als so ein gesponsertes Phone? Schon noch, ne? Also weil 500 Euro oder 600, auch wenn das konkurrenzfähig ist, wirkt für viele immer noch abschreckend. Ja, also wie schwierig so Direktvertrieb ist, das merkt man gerade auch bei diesen Marken, die jetzt so gekommen sind in den letzten Monaten, also wie Kazam oder auch diese Honor-Marke von Huawei, die wenn die nicht bei einem Netzbetreiber landen, wo halt der deutsche Kunde am liebsten noch sein Handy kauft, dann haben die das echt schwer. Dann müssen die sich da schon richtig was einfallen lassen. Das machen diese jungen Chinesen da, OnePlus und so, ja auch ganz gut. Die setzen dann auf so künstliche Verknappung und versuchen irgendwelche Hypes in Social Media zu generieren. Und ich glaube, dass Gigaset da durchaus eine Chance hat, weil die ja eine wirklich etablierte Marke sind. Und gerade wenn jetzt so der deutsche Best-Ager, der sein Gigaset schon seit Jahren zu Hause als Deck stehen hat, jetzt sein erstes Smartphone sich zur Rente anschaffen möchte, dann nimmt er das vielleicht. Kann er also bedenkenlos zugreifen, nach dem, was wir gesehen haben. Okay. Was ist denn so deine Punkte auf der Messe? Wo ist das jetzt alles schon durch für dich? Hast du schon gesehen, was du wolltest? Ich meine, bei Microsoft warst du jetzt ja. Ja, für uns ist so, am ersten Messetag ist so die erste schlimme Woche vorbei, ja, weil die ganzen Vorveranstaltungen gewesen sind. Heute Abend ist noch so ein Junket, wo ganz viele Firmen mit ganz vielen Leuten, ganz vielen Journalisten in einen Raum gesperrt werden. Es gibt auch was zu essen. Und ja, ich muss jetzt erstmal ein bisschen durchatmen und gucken, was wir dann hier noch so angucken müssen. Was hast du denn noch so mitgenommen bisher? Also das war jetzt eine Sache, das Gigaset. Also was ich interessant finde, ist, wie stark das inzwischen hier geworden ist, gerade für die Smartphone-Hersteller. Also da muss man gucken, wer ist hier. Und dass Sony hier auf der IFA seine neuen Flagships vorstellt, das zeigt schon die Bedeutung, die Messe gewonnen hat, also weit über Kühlschränke und Fernseher hinaus. Das finde ich bemerkenswert. Ich finde auch bemerkenswert, wer das nicht getan hat, nämlich irgendwie Samsung, dass die vorgezogen haben, es wann anders zu machen, nämlich zwei Wochen vorher. Und naja gut, Apple macht eh immer sein eigenes Ding, die sind da nächste Woche dran. Aber insgesamt ist das doch hier für die Elektronikbranche inzwischen der zweite große Termin, der dritte große Termin im Jahr. Nach Barcelona des CES. Und das wird jedes Jahr voller. Und die Messeleitung hat ja schon gesagt, sie möchte sich jetzt mal überlegen, wie das Platzproblem, was sie ja jetzt trotz des Neubaus haben, schon wieder, wie sie das lösen wollen. Da bin ich auch mal gespannt. Also wir können vielleicht ein Tiefgeschoss. Ihr habt ja auch draufgesattelt. Ah, ne? Da kann man alles zweistöckig machen. Wir bauen einfach nach oben. Okay, ich glaube, für den Auftakt haben wir das. Ja. Na, morgen, hast du da auch noch im Kopf, was morgen ansteht? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Smartphones, Internet der Dinge. Genau, also ich denke mal, da werden wir noch ein paar Geräte vielleicht auch hier haben, die wir zeigen und vorführen können. Genau, diese Gigasets, die konnte man jetzt noch nicht besorgen wahrscheinlich, ne? Nee, die haben wir noch nicht bekommen. Da wissen wir auch noch nicht mal, wann wir Testgeräte bekommen, aber... Aber da gab es doch ein Video, da hat doch jemand was in der Hand gehabt. Ja, das war gestern so ein Presse-Junket. Ach so. Ja, man kann ja mal fragen, vielleicht können wir eins organisieren, dann gehen wir nochmal rüber. Wäre mal ganz schick. Ja. Okay. Ansonsten, also es gibt noch ein paar andere Dinger, die gezeigt wurden. Sony hat, also deswegen wundert mich eigentlich nicht, dass Samsung nicht hier war, weil die hatten eigentlich nichts zu zeigen. Die hatten ja nichts mehr, stimmt. Im Vorfeld, naja, und das, was sie im Vorfeld gezeigt haben, war ja im Verhältnis zu dem, was andere hier gezeigt haben, wären sie echt untergegangen. Von daher war es ganz schlau für Samsung nicht. Aber Sony hat dann noch einiges gezeigt, was auch nicht schlecht ist.
Jetzt Smartphones. Jetzt Smartphones und Tablets gab es ein paar noch. Also da haben wir morgen noch was zu reden. Und ich will mir unbedingt dieses neue Ambilight-Ding von Philips angucken. Mit den diesen Ding, da sind die so auf dem Holzweg. Und das schon seit Jahren, finde ich. Diese Ambilight-Quatsch, das war schon Quatsch, als sie diese Fernseher an die Wand gehängt haben und dann hinterher, und dann leuchtete der Rahmen so halb in den Farben, die auf dem Bild zu sehen waren. Wo ich als allererstes nach dem Stecker suchen würde, um dieses Zeug auszuschalten. Und jetzt bauen die nicht nur, dass sie Lampen einbauen. Nein, sie bauen Beamer hinter den Fernseher an. Und allein das Pressefoto. Soll ich dir was sagen? Ich habe genau so hab ich geredet bis vor 3 Jahren. Na echt? Du bist anderer Meinung? Und dann habe ich mir einen Ambilight-Fernseher gekauft. Ist nicht wahr. Was? Also nicht so, mehr so aus Zufall. Wie aus Zufall mal so 3.500 Euro ausgegeben, oder was kostet das? War so. Sondern seitdem will ich das nicht mehr weghaben. Echt? Ich finde das echt super. Das gibt ein echt angenehmes Gefühl, wenn du Fernsehen guckst. Ich meine, da würde ich meinen Maler verklagen, irgendwie, wenn er mir sowas hat. Ja, es hat so ein bisschen so Retro-Charme, so wie Lavalampen von früher aus den 70ern. Und sag mal, was gefällt dir daran jetzt? Also, du guckst halt nicht, wenn du ein bisschen dunkler im Zimmer hast, du guckst halt nicht an so eine schwarze Wand mit einem hellen Display. Riesenkontrast, der ist anstrengend für die Augen. Ja, natürlich ist das eine volle Spielerei. Und es gibt ja auch Leute, die stehen da drauf, wenn sie in einem stockdunklen Zimmer sitzen mit so einem riesen Bildschirm und nichts anderes sehen. Aber ich finde das so für die Augen sehr angenehm. Also es ist ein sehr angenehmes Fernsehgefühl. Okay, also das ist ein Punkt, den würde ich sozusagen zugestehen. Weil das manchmal weil es anstrengend sein kann, wenn es halt wirklich dunkel ist und du hast diesen hellen Fernseher und es ist ein irrer Kontrast. Da tendiert man ja wirklich auch mal dazu, mal irgendwo eine Lampe anzuknipsen, damit es irgendwie so ein bisschen harmonischer wird und dass der Effekt sein kann, dass das durch dieses Ambilight so ein bisschen gedämpft wird. Okay, den Gedanken hatte ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich hatte es immer so als Zusatzinformation zum Bild oder so gesehen. Und das soll ja auch so sein, du bist so reingesogen. Brauchst du natürlich nicht. Kannst du aber haben. Bei uns im Forum sagen sie natürlich auch, braucht kein Mensch, ich lege mir eine Neonröhre hinter den Fernseher. Geht auch. Und ist billiger. Ja, und ist viel billiger. Und aber es gibt schon Bausätze mit einem Raspberry. Kannst du dir das und so einer LED-Schlange, kannst du dir das auch selber bauen. Das geht auch über einen HDMI-Port dann. Ne? Aber es ist ja schon, finde ich, interessant. Ne? Die stellen ja jetzt hier auch so neue Lichtelemente für ihr Hue Light vor. Ja, ne? So, das sind so Lichtschlangen, die ich auf dem Chaos Computer Kongress irgendwie zum selber löten aus Hongkong für 15,80 Euro mir erstanden habe an so einem Selbstlöttisch. Das verticken die jetzt für teures Geld. Aber was ich ja lustig finde, ist, dass sich so ein Konzern wie Philips über so ein komisches Gadget wie diese fernsteuerbaren Lampen irgendwie neu erfindet. Die haben da so ein Ding, ja, und jetzt kommen sie mit dem. Weiß nicht, ob das jetzt so ausgerechnet ist, was sie groß macht. Ja, aber also Philips Fernseher ist ja TCL, das ist ja China. Ja. Und die Light-Sparte, das ist nur noch eine Marke, aber das ist nicht mehr das gleiche Unternehmen. Also, nee. Aber dann lass uns doch mal ein schönes Video aufnehmen. Wir gehen da mal hin. Wir machen mal. Und wir machen mal Ambilight. Okay. Das gibt's dann morgen exklusiv für alle Abonnenten. Genau. Nein, also wir sehen uns dann morgen wieder, oder? Genau. Da ist schon, das ist der erste morgen Tag von der IFA 2015 in Berlin, Halle 17, kommen Sie vorbei. Fragen, Anmerkungen, Beschimpfungen unter Heise Show als Hashtag auf Facebook und Twitter. Mein Name ist Philipp Basel, ich danke fürs Zugucken. Morgen geht es weiter, 16 Uhr, zweiter Tag. Genau, Tipps, Hinweise nehmen wir entgegen unter dem benannten Hashtag. Dann laufe ich los und mache Fotos und wir machen ein Ambilight-Video mit Volker. Bis morgen. Tschüss. Ciao.